des Lebens haben mich drei Erlebnisse bis tief in die Grundfesten meiner Existenz erschüttert. Zum einen der Tod meiner Frau. Zum anderen viele Jahrzehnte vorher beim Besuch in Auschwitz. Und drittens die monatelange Kette von mörderischen Ereignissen, die mit Hans-Martin Schleyers Namen verbunden bleibt. Gleichwohl hat es kategorische Unterschiede zwischen diesen drei Erlebnissen gegeben. Meine Frau wollte nach mehreren Operationen nicht mehr leben und ich habe das verstanden. Von dem millionenfachen Mord in den Vernichtungslagern der Nazis hatte ich als Soldat während des Krieges keine Kenntnis. Jedoch auch Jahrzehnte später sind mir Auschwitz und der Holocaust unbegreiflich geblieben. Wohl aber ist mir immer noch sehr klar bewusst, dass ich trotz allen redlichen Bemühens am Tode von Hans-Martin Schleyer mitschuldig bin. Denn theoretisch hätten wir auf das Austauschangebot der RAF eingehen können. Als im letzten Herbst Schleyers Sohn Hans Eberhard Schleyer mich besucht hat, um mir den heutigen Preis anzutragen, hat mich dies tief berührt. Ich habe Hans-Martin Schleyer gut gekannt, ich habe ihn geschätzt. Denn er war ein Mann, der sich um einen fairen sozialen Ausgleich bemüht hat. Sein Leben spiegelt die deutsche Nachkriegsgeschichte bis 1977. Als im Herbst 1977 die Terroristen der Roten Armee-Fraktion Hans-Martin Schleyer entführten, zugleich seine Begleiter erschossen, als es uns nicht gelang, den Entführten zu finden, hat Hans Eberhard Schleyer beim Verfassungsgericht beantragt, den Forderungen der Terroristen nachzugeben. Das Verfassungsgericht hat 1977 gegen diesen Antrag entschieden. Unser Volk hat etwas später die Befreiung von fast 90 Menschen aus unmittelbarer Lebensgefahr im weit entfernten Somalia in Ostafrika mit großer Erleichterung erlebt. Denn wir hatten doch mit vielen Toten rechnen müssen. Aber den Tod von Hans-Martin Schleyer haben wir nicht verhindern können. Ich habe die Klage der Kinder und insbesondere die Klage von Frau Waltrude Schleyer, der Mutter der Schleyer-Kinder, ich habe diese Klage vor dem Verfassungsgericht sehr gut verstehen können. Ich habe sie auch damals sehr gut verstanden. Sie stellten das Grundrecht auf Leben ihres Ehemannes, ihres Vaters höher als andere Grundwerte. Und wir, die damals Verantwortlichen in Bonn, wir konnten dagegen nicht abermals zulassen, dass Freigepresste und andere Verbrecher ihre mörderische Tätigkeit fortsetzen würden. Und so waren wir in Schuld und Versäumnis verstrickt. Umso mehr möchte ich mich heute vor der heutigen Entscheidung der Familie Schleyer verbeugen. Es rührt mich heute zutiefst,
dass die Familie Schleyer öffentlich ihren Respekt gegenüber meiner damaligen Haltung zum Ausdruck bringt.